Jugendlichen, die ihrer Arbeit entspricht. Was die Novelle angeht, haben wir aber erheblichen Klärungsbedarf. Und in vielen Punkten teilen wir die Bedenken, die bereits Frau Oldenburg angesprochen hat und die auch von Seiten der Gewerkschaften und vor allem aber auch von Seiten der Universitäten vorgetragen werden. Und wir sehen ein prinzipielles Problem. Hier sollen möglichst schnell und vor allem geräuschlos Veränderungen durchgeboxt werden, die viel weitreichendere Folgen haben werden, als es in diesem Entwurf und eben auch in der mündlichen Einbringung von dem Minister vorgebracht werden. Und das geht so einfach nicht. Hier wird der Eindruck vermittelt, es ginge in erster Linie um die bundesweite Anerkennung von Lehramtsabschlüssen. Viel entscheidender ist jedoch, dass künftig auch Lehrkräfte ohne pädagogische Ausbildung als gleichwertige und vollwertige Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt werden sollen. Und diese Regelungen sind so weitgehend, dass wir sie hier nicht unter ferner Liefen behandeln können, sondern im Gegenteil intensiv beraten müssen. Uns wurde allerdings im Bildungsausschuss signalisiert, dass wir das Gesetz im Eilverfahren bearbeiten sollen. Inzwischen scheint es zum Prinzip zu werden, einen zeitlich dringenden Punkt in letzter Sekunde ändern zu wollen und bei dieser Gelegenheit gleich diverse Änderungswünsche mit unterzubringen. Änderungen, für die aber eigentlich mehr Zeit benötigt wird, um sie entsprechend zu beraten. Nachdem uns nun vor 2 Wochen dieser Gesetzentwurf vorgelegt wurde, halte ich es für unverantwortlich, dass dieses Gesetz bereits am 1. Januar in Kraft treten soll. Gerade angesichts der großen Sorgen, die von Fachleuten angemeldet wurden. Nun aber zum Inhalt des Gesetzes. Was wir dazu hier und im Bildungsausschuss vom Bildungsminister gehört haben, klingt ja zunächst nachvollziehbar. Natürlich ist es gut, wenn Lehrkräfte, die seit Jahren und teilweise ja auch bereits seit Jahrzehnten im Schulsystem tätig sind, in höhere Entgeltstufen gelangen können. Andererseits erinnere ich mich aber durchaus an Petitionen, die genau dieses forderten und in denen es in der Stellungnahme des Ministeriums hieß, eine Höhergruppierung wäre bereits mit dem bisherigen Gesetz durchaus möglich, aber die Stellen stehen leider nicht zur Verfügung. Es gibt in diesem Land also bereits Lehrkräfte, die längst höher gruppiert werden könnten, aber bisher nicht höher gruppiert wurden. Dieses Gesetz bedeutet also im Umkehrschluss noch lange nicht, dass die vom Bildungsminister erwähnten erfahrenen Lehrkräfte diese Höhergruppierung dann auch tatsächlich erhalten. Anders als in der Öffentlichkeit und eben auch in der Einbringung dargestellt wurde, ist diese Neuregelung aber natürlich nicht nur auf die bereits vorhandenen Lehrkräfte begrenzt. Es geht ganz und gar nicht nur um die Aufstiegsqualifikation nach dem Beamtenrecht. Der Gesetzestext weist ja dann selbst darauf hin, dass es um das Problem der Mangelfächer geht. Und darum geht die Gesetzesnovelle in Wirklichkeit ja auch viel weiter. Mit diesem Gesetz kann das Ministerium künftig nach Belieben Personen ohne Lehramtsstudium als vollwertige Lehrkräfte einstellen. Es muss lediglich ein berufsbegleitender Vorbereitungsdienst absolviert werden. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie daran erinnern, wir laufen auf einen enormen Lehrkräftemangel zu. Wenn im nächsten Jahr vielleicht 300 Stellen nicht besetzt werden können, wird es künftig möglich sein, diese Stellen mit nicht qualifizierten Personen zu besetzen und zwar mit der gleichen Bezahlung wie ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Der Minister sagt heute, das sei nicht geplant. Das Gesetz, und genau darum geht es, ermöglicht es aber. Und deswegen fragen die Universitäten zu Recht, ob hier nicht die Wertigkeit des Lehramtsstudiums als solches in Frage gestellt wird. Denn der akademische Nachwuchs wird sich bereits jetzt schon fragen, warum soll ich denn überhaupt noch ein Lehramtsstudium absolvieren und mir die ganze Pädagogik, Entwicklungspsychologie, Didaktik, Sonderpädagogik zusätzlich zum Fachstudium antun, wenn ich alles durch einen berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst ausgleichen kann? In diesem Fall kann man dann nämlich auch ohne die 5-jährige Berufserfahrung vollwertige Lehrkraft werden. Im Einzelfall, so heißt es vage im Gesetzentwurf, könne das Ministerium zusätzliche pädagogische Qualifizierungsmaßnahmen festlegen. Bei Personen ohne Hochschulabschluss ist immerhin eine berufsbegleitende Qualifikation, Zitat, auf der Grundlage eines die Standards der Lehrerbildung berücksichtigenden Ausbildungskonzepts nötig. Und der Minister hat es ja auch eben gerade angesprochen. Ich möchte aber im Vorfeld schon wissen, wie sieht dieses Konzept konkret aus? Welchen Umfang sollen die Qualifikationen haben? Gibt es Prüfungen oder andere Kontrollformen? Auf welche Dauer sind die Qualifikationen ausgelegt? Und letztendlich, wie hoch sind die Kapazitäten? Wie gesagt, wir brauchen gute Regelungen für den Seiteneinstieg und dabei wird es auch immer ein Spannungsverhältnis zu den Voraussetzungen für den regulären Einstieg geben. Das ist nicht zu verhindern. Umso wichtiger ist es aber, dass wir klare, verbindliche und vor allem gut vorbereitete Regelungen schaffen.
Und diese fehlen aus unserer Sicht völlig. Und der Zeitplan lässt es vor allem auch nicht zu, dass diese gut vorbereiteten Regelungen getroffen werden können. Es gibt noch diverse weitere offene Fragen. So soll eine mögliche Lehramtsanerkennung auf Grundlage einer Stellungnahme der Schulleitung möglich sein. Doch wie soll so eine Stellungnahme aussehen? Welche Kriterien werden hier angelegt und welche Rechte haben die Beurteilten, wenn vielleicht das Verhältnis der Schulleiterin zu der jeweiligen Lehrkraft nicht ganz so wohlwollend ist? Die gesamte Organisationsform des geplanten Langzeitpraktikums ist nach unseren Informationen überhaupt noch nicht geklärt. Studienordnungen müssen laut dieser Novelle künftig nicht mehr mit Beteiligung des Zentrums für Lehrerbildung entwickelt werden. Auch die Frage der Zulassungsvoraussetzung ist höchst umstritten und letztlich rechtlich sehr kompliziert. Wir als Gesetzgeber, meine Damen und Herren, müssen aber darauf achten, dass die Qualität der Ausbildung an den Schulen gesichert ist. Hier dürfen überhaupt gar keine Zweifel aufkommen. Mit der vorliegenden Novelle scheint uns die Gefahr jedoch sehr groß, dass bei den großen Bedarfszahlen an neuen Lehrkräften ganz schnell die Abkürzung in Richtung Seiteneinstieg gewählt wird, ohne dass die benötigten Qualifizierungsmaßnahmen tatsächlich vorgehalten bzw. gewährleistet werden. Meine Damen und Herren, ich bitte um kurze Aufmerksamkeit, ich komme gleich zum Ende meiner Rede. Der Seiteneinstieg kann ein Baustein sein, aber keine Lösung für die großflächige Deckung des Fachkräftebedarfs. Hier muss es Grenzen geben und die sind leider bislang nicht vorgesehen. Wir stimmen einer Überweisung in den Bildungsausschuss natürlich zu. Wir erwarten jedoch eine wirklich angemessene parlamentarische Beratung und hoffen, im Ergebnis der Anhörung mit den Experten dann noch zu Verbesserungen zu kommen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir legen Ihnen heute einen Gesetzentwurf vor, mit dem wir die Gleichberechtigung auf dem Schulweg ermöglichen wollen. Künftig sollen Schülerinnen und Schüler das gleiche Recht auf Beförderung und Kostenerstattung haben, unabhängig davon, ob sie in einer kreisfreien Stadt oder in einem Landkreis wohnen und auch unabhängig davon, welche Schule sie besuchen. Es braucht eigentlich kein verfassungsrechtliches Gutachten, um zu erkennen, dass die bisherige Regelung eine enorme Ungleichbehandlung beinhaltet. Ich möchte dazu einen Satz aus der Landtagsdrucksache 2/1185 zitieren. Darin heißt es: Ein rechtlich beachtliches Unterscheidungskriterium bei der Durchführung einer Schülerbeförderung ist allein der Schulweg, Klammer auf, Länge, Dauer, Sicherheit, Klammer zu, nicht aber der Umstand, ob ein Schüler in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt wohnt. Dieser Satz stammt aus dem Schulgesetzentwurf der damaligen schwarz-roten Landesregierung. Am Ende des Gesetzgebungsprozesses waren die kreisfreien Städte dann aber trotzdem wieder draußen. Bei der Schulgesetznovelle im Jahr 2009 hat die Große Koalition eine eigentlich gute Entscheidung getroffen. Damals haben sie das Recht auf kostenlose Beförderung für die 11, 12 und bei Fachgymnasium auch für Klasse 13 oder für 13-Klässler ausgeweitet. Finanziert wurde dieses aber auf Kosten der Schülerinnen und Schüler, die Schulen in freier Trägerschaft besuchen. Ihr Anspruch wurde ersatzlos aus dem Schulgesetz gestrichen. Und es wurde eine komplizierte Konstruktion geschaffen, damit Schülerinnen und Schüler, die ihr Recht auf freie Schulwahl nutzen, ebenfalls von der Kostenerstattung ausgeschlossen sind. In der Praxis führt das häufig zu bizarren Situationen. Im Ortsteil Rostock-Nienhagen ist die nächste Schule über 6 Kilometer entfernt. Ein Recht auf Kostenerstattung für die Schüler besteht nicht. Im Dorf daneben, in Heschendorf, ist die nächste Schule genauso weit entfernt. Hier besteht ein Erstattungsanspruch, denn Heschendorf liegt im Landkreis Rostock. Schülerinnen und Schüler, die in den Landkreisen 20 Kilometer zur örtlich zuständigen Schule fahren, haben ein Recht auf Kostenerstattung. Wenn sie aber eine freie oder eine andere staatliche Schule wählen, die nur 10 Kilometer entfernt ist, müssen Sie die Fahrt jedoch selbstständig bezahlen. Diese rechtliche Situation ist den Bürgerinnen und Bürgern wahrlich schwer zu erklären und wir wollen das auch gar nicht erklären können. Das zeigen nicht zuletzt diverse Petitionen, die die Fraktionen, aber auch der Bürgerbeauftragte dazu erhalten haben und darum muss hier dringend nachgebessert werden. Ich gehe auch davon aus, dass Sie als Koalitionäre das Problem längst erkannt haben. Schließlich hat der Landtag, die Landesregierung, und jetzt hören Sie gut zu, im Rahmen der Schulgesetznovelle 2009 ausdrücklich dazu aufgefordert, hier Lösungen zu finden. Inzwischen sind 4 Jahre vergangen und nun schlagen wir Ihnen vor, selbst zu handeln. Das juristische Gutachten von Professor Erbgut und Dr. Schubert hat sehr klar dargelegt,
dass die jetzige Gesetzeslage gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verstößt. Wenn wir als Landesgesetzgeber diese Auffassung teilen, und für meine Fraktion kann ich sagen, wir tun es, dann können wir einen solchen Zustand nicht dauerhaft bestehen lassen. Wir sollten die Bürgerinnen und Bürger nicht dazu zwingen, die Gesetzesänderung notfalls mit einer Klage vor dem Landesverfassungsgericht durchzusetzen. Dieser Landtag sollte die Verantwortung für eine verfassungskonforme Gesetzgebung selbst übernehmen. Uns ist es natürlich bewusst, warum dieser Rechtsanspruch vielen Schülerinnen und Schülern versagt wurde. Schülerbeförderung kostet viel Geld, gerade in einem Flächenland. Und die konnexen Mehrausgaben werden den Landeshaushalt belasten. Frau Dr. Seemann, nur weil wir unterschiedliche Auffassungen haben, heißt es noch lange nicht, dass ich keine Ahnung habe. Die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger müssen aber auch bei knappen Kassen gewahrt bleiben. Und der Gleichheitsgrundsatz gehört nun einmal zu diesen Rechten dazu. Das Grundgesetz ist nämlich keine Kannbestimmung. Das Land kann sich hier nicht so einfach aus der Verantwortung stehlen, wie sie es bei der Kreisgebietsreform getan haben. In den ehemaligen kreisfreien Städten Greifswald, Stralsund, Neubrandenburg und Wismar haben die Schülerinnen und Schüler nun nämlich einen Erstattungsanspruch, denn sie gehören ja jetzt zu dem Landkreis bzw. zu den neuen Landkreisen. Dadurch sind den Landkreisen zusätzliche Kosten entstanden, die vom Land allerdings nicht übernommen werden. Die Begründung: Die Landkreise hätten zwar zusätzliche Gebiete erhalten, aber keine neuen Aufgaben. Und genau das ist mit unserer Gesetzesänderung anders. Das Rechtsgutachten, Frau Dr. Seemann, ich komme noch zu den örtlich zuständigen Schulen, davon können Sie ausgehen. Das Rechtsgutachten behandelt die Unterscheidung zwischen Landkreisen und kreisfreien Städten. Dies ist, was die Personenzahlen angeht, auch der größte Brocken und damit auch der größte finanzielle Brocken. Unser Gesetzentwurf geht jedoch noch darüber hinaus, denn auch an einer zweiten Stelle besteht mit dem jetzigen Schulgesetz eine Ungleichheit. Die Schulgesetznovelle von 2009 hat einerseits das Recht auf Schulwahlfreiheit gesetzlich verankert, aber will dieses Recht jedoch nur denen zubilligen, die sich die Beförderungskosten überhaupt leisten können. Das ist unsozial und widerspricht vor allem der Idee der Schulwahlfreiheit. Das Gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler in freier Trägerschaft. Ihre Benachteiligung kollidiert bedenklich mit dem verfassungsrechtlichen Sonderungsverbot. Schon 2001 hat das Landesverfassungsgericht Greifswald erklärt, dass die finanziellen Belastungen für die Schülerinnen und Schüler bzw. für ihre Eltern das zulässige Höchstmaß erreicht haben. Diese einseitige Zusatzbelastung muss daher beendet werden. Letztlich entsteht durch das Busgeld ein zusätzliches zweites Schulgeld. Der Bildungsminister bezeichnete Fahrten zu örtlich nicht zuständigen Schulen kürzlich im Bildungsausschuss als Kosten individueller Lebensentscheidungen. Solche persönlichen Entscheidungen könne das Land schließlich nicht subventionieren. Wir jedoch glauben, so einfach kann man es sich nicht machen, denn wir als Bildungspolitikerin wollen es ja gerade ermöglichen und vor allem auch unterstützen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger frei entscheiden können. Und diese Entscheidungsgrundlagen sollen in erster Linie die Schulkonzepte sein und nicht der Geldbeutel der Eltern. Das war auch die Intention der Verfassungsgeber und in dieser Auffassung fühlen wir uns nicht zuletzt durch den Bürgerbeauftragten des Landes gestützt. Wir glauben aber auch, dass die öffentlichen Fahrten zur nicht zuständigen Schule nicht in unbegrenzter Höhe zu finanzieren sind. Darum lautet unser Vorschlag, wenn Sie unseren Gesetzentwurf genau gelesen haben, Frau Dr. Seemann, wissen Sie es bereits, die Ausgaben sollen künftig bis zu der Höhe erstattet werden, die für eine Fahrt zur örtlich zuständigen Schule entstehen würden. Konkret heißt das, wenn die Fahrt zur zuständigen Schule 30 Euro im Monat kostet und die Fahrt zur örtlich nicht zuständigen Schule 40 Euro, dann beträgt die Erstattung künftig nicht mehr 0, sondern 30 Euro für die Schüler, die in den Landkreisen wohnen. Exakt genau so viel, wie die Schülerinnen und Schüler erhielten, wenn sie die örtlich zuständige Schule besuchten. Damit sichern wir die Gleichbehandlung, schaffen keine neuen Bevorzugungen und begrenzen zugleich die zusätzlichen Kosten für das Land. Die Konstruktion mit örtlich zuständigen und nicht zuständigen Schulen ist sehr kompliziert. Das wird schon an den von mir eben hervorgebrachten Erläuterungen deutlich. Die Schulgesetznovelle hält hier seit 2009 noch einen zusätzlichen Schlenker parat. Schülerinnen und Schüler, die nicht die zuständige Schule besuchen, dürfen nämlich, sofern vorhanden, kostenlos den Schulbus zur zuständigen Schule besuchen.
benutzen. Allerdings nicht zu Ihrer, sondern eben zu der örtlich Zuständigen. Das ist natürlich schön, falls Sie da mal einen Freund besuchen wollen. Aber eigentlich, dachte ich, dient die Schülerbeförderung dafür, dass die Kinder in die Schule kommen, zu der sie gehen wollen. Dieser Passus war vielleicht gut gemeint, mit dem echten Leben hatte allerdings nicht viel zu tun. Darum haben wir auch diesen Punkt überarbeitet. Meine Damen und Herren, die Gesetzesnovelle, die wir hier vorschlagen, ist, was den Textumfang angeht, sehr übersichtlich. Sie führt aber zu einer großen Wirkung. Dabei wird es noch einigen Klärungsbedarf geben, denn der öffentliche Nahverkehr ist nun einmal ein komplexes Thema. Wir werden über das Konzept der örtlichen Zuständigkeiten in kreisfreien Städten reden müssen, über Berechnungsmodi für die konnexen Mehrkosten und über manch andere Dinge. Wir als Bündnis Grüne glauben aber, dass sich die Anstrengung lohnt, sind gespannt auf Ihre Änderungsvorschläge und bitten Sie daher um Überweisung in die Ausschüsse. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben jetzt einige Argumente gehört, die Sie gegen diesen Gesetzentwurf vorgetragen haben. Jedoch konnte ich keinen erkennen, der so massiv ist, dass er rechtfertigt, dass dieser Gesetzentwurf nicht in den Bildungsausschuss überwiesen wird. Zumal Herr Reinhardt gerade auch gesagt hat, er sei jederzeit bereit, im Bildungsausschuss darüber zu diskutieren. Dann frage ich mich, wie wollen Sie erklären, dass Sie diesen Gesetzentwurf nicht diskutieren wollen, wohingegen der Minister gerade angekündigt hat, einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen? Warum nehmen Sie dann nicht diesen als Grundlage? Und wenn der Minister sagt, dieser Gesetzentwurf enthält Schwächen, der enthält der eben vorgelegte Gesetzentwurf zur Neuordnung des Lehrerbildungsgesetzes auch. Darum werden Gesetzesentwürfe auch in den zuständigen Ausschüssen diskutiert und gegebenenfalls überarbeitet. Hier wird ganz einfach wieder deutlich, dass die Regierungsfraktionen mit zweierlei Maß messen. Und auf die von Herrn Butzki eingangs erwähnten Argumente, dass wir einen ähnlichen Antrag bereits vor mehr als einem Jahr vorgelegt haben. Ja, Herr Butzki, Sie haben recht. Inzwischen gibt es aber eine neue rechtliche Position und das ist eben das Gutachten des Verfassungsrechtlers, der genau diesen Gesetzentwurf rechtfertigt. Und damals, als wir den Antrag zur Schülerinnenbeförderung und eine landesweite Vereinheitlichung vorschlugen in einem Antrag, warfen Sie uns vor, wenn wir es ernst meinen würden damit, würden wir einen Gesetzentwurf vorlegen. Auch diesem Hinweis haben wir mit unserem Antrag, mit der jetzt vorliegenden Gesetzesinitiative Rechnung erwiesen. Ich möchte auf einige Argumente eingehen, die Sie genannt haben. Zunächst die Frage von Herrn Butzki. Die Schülerzahlen seien irgendwie unklar. Ja, tatsächlich sind die Schülerzahlen unklar. Also die Schüler, die in den Genuss kommen, zukünftig die Beförderungskosten übernommen zu bekommen. Es sind auf jeden Fall 2000 Schüler, die im ganzen Land die Schulwahlfreiheit in Anspruch nehmen. Wenn wir die Gesamtzahlen der Schüler in den kreisfreien Städten zugrunde liegen, sind das 20.000 Schüler hinzukommen, ca. 11.000 Schüler, die Schulen in freier Trägerschaft besuchen. Das sind aber, genau das können wir nicht, Frau Dr. Seemann, das erkläre ich Ihnen jetzt. Wir gehen von einem Maximalwert von 6 Millionen Euro aus. Tatsächlich sind es nicht 6 Millionen Euro, weil grundsätzlich sind diese eben von mir errechneten 33.000 Schüler zwar anspruchsberechtigt, aber wie Sie alle in Ihren Ausführungen erwähnt haben, gibt es eine nächste Hürde und das ist die Entfernung zu den Schulen, die nicht landesweit festgelegt werden, sondern in den Satzungen der kreisfreien Städte und zukünftig auch in den Satzungen die geregelt sind in den Satzungen der Landkreise und von denen wir hoffen, dass sie auch geregelt werden und sie müssen auch geregelt werden in den Satzungen für die Schülerbeförderung in den kreisfreien Städten. Und wenn wir dann nämlich die Mindestentfernung als zweite Bedingung auflegen, also eine Mindestentfernung von 2 bzw. 4 Kilometer, die im Übrigen anders als der Minister behauptet hat, nicht in allen Beförderungssatzungen gleich ist, sondern es variiert von Landkreis zu Landkreis, Auch da fordern wir eigentlich eine landeseinheitliche Regelung. Erst dann kann man ganz konkret sagen, wie viele Schüler tatsächlich in den Genuss kommen, die Beförderungskosten zukünftig zu übernehmen. Herr Butzki hat gesagt, wir brauchen eine Überarbeitung des FAG. Der Weg, den wir schlagen, kommt aber ohne eine Änderung des FAG aus. Und das lesen Sie auch, wenn Sie unseren Gesetzentwurf genau lesen. Denn bei der Finanzierung gehen wir von zusätzlichen Leistungen aus reinen Landesmitteln aus. Wir haben einen entsprechenden Haushaltstitel, der wurde bereits, schauen Sie in den Gesetzentwurf nach, da steht er drin, aber ich nenne ihn gerne nochmal, das ist Einzelplan 11, Kapitel 8, Titel 682.02,
Mehrbedarfe für laufende Zuschüsse und Zuweisungen. Dieser Titel wurde von der Landesregierung ja gerade deshalb geschaffen, um konnexe Mehrkosten im Bereich der Schülerbeförderung zu finanzieren, ohne das FAG zu ändern. Und das tat das genau nämlich, als das Schulgesetz im Sinne der Schülerbeförderung bereits im Jahr 2009 geändert wurde. Da wurde dieser Haushaltstitel geschaffen. Und mit unserer Gesetzesinitiative gehen wir genau den gleichen Weg. Es kommen zusätzliche Aufgaben auf die Landkreise zu. Das Land überträgt zusätzliche Aufgaben auf die Landkreise und kreisfreien Städte. Deshalb muss das Land nach dem Konnexitätsprinzip diese Kosten auch übernehmen, analog zu dem Gesetz zur Gesetzesänderung im Jahr 2009. Ganz am Ende möchte ich sagen, Herr Brotkopp hat gesagt, es sind letztlich nur einige wenige Fälle, für die unser Gesetzesentwurf überhaupt in Frage kommt. Das ist der Maximalbetrag. Diese 33.000 Schüler sind die maximalen Schüler, aber wir haben ja diese Anzahl der 33.000 anspruchsberechtigten Schüler reduziert sich durch den Weg zu den Schulen, durch die Mindestentfernung. Und wenn wir, Herr Brotkopp hat gesagt, dass nur einige Fälle, dass unser Gesetzesentwurf nur für einige Schüler oder nur einigen Schülern zugutekommt, aber auch diese wenigen Schüler haben einen Rechtsanspruch darauf, nach dem Grundgesetz, nachdem alle Schüler gleich zu behandeln sind. Insofern möchte ich nochmal auf meine eingangs ausgeführten Bemerkungen zurückkommen und hoffe nach wie vor, dass Sie unserem Überweisungsantrag in die Ausschüsse zustimmen. Vielen Dank.